die viel Weisheit von sich geben, tolle Sätze, tolle Worte. Aber wenn dann 5 Minuten später irgendwie ein Streit vom Zaun bricht, dann sind diese Worte letzten Endes ohne Substanz, ohne Inhalt, wenn ich sie nicht leben kann, wenn ich sie nicht in mir integrieren kann. Und für mich ist so dieses. Lebst du auch ein unbewusstes spirituelles Leben? Meinst du, das geht nicht? Ist das ein Widerspruch? Das passt nicht zusammen? Der Sache wollen wir heute auf den Grund gehen. Schön, dass du da bist und schön, dass du diese Sendung gefunden hast. Denn mit dem Channeling-Kongress und dem Channeling-Portal möchten wir dir ganz gerne im Gespräch mit präsentieren. Alle Referentinnen und Referenten, die im Kongress und im Portal aktiv sind, zum einen und zum anderen Themen vertiefen, die dich inspirieren möchten. Und so freue ich mich heute ganz recht herzlich, Britta C. Lambert begrüßen zu dürfen. Liebe Britta, schön, dass du da bist und dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Von Herzen gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung, lieber Kai. Ich freue mich wieder auf unser Gespräch. Ich mich auch von ganzem Herzen. Wir hatten eben schon ein wundervolles Vorgespräch. Und Britta, du bist ja viele, viele Jahre schon auf deinem spirituellen Weg. Du bist Seelenschamanin, du bist aber auch Mentorin, du bist Medium, hast viele, viele Erfahrungen gesammelt auf deinem Weg. Und wenn ich jetzt sage, hey, ein unbewusstes spirituelles Leben, kräuseln sich da bei dir die Nackenhaare oder sagst du, hey, eigentlich das ist es? Wie siehst du das, wenn du das hörst? Eigentlich, nicht eigentlich, sondern ganz eindeutig Zweiteres. Ja, weil ich habe in den letzten Jahren, ich habe viel, viel gemacht, ich habe viele Kurse besucht, ich habe alles Mögliche an Aktivierungen erlebt und auch tolle Erlebnisse gehabt mit der geistigen Welt und die habe ich auch immer noch. Aber ich merke einfach immer mehr, je länger ich auf dem Weg bin, umso weniger brauche ich. Also an Tools, an irgendwelchen Dingen, weil alles, was im Himmel ist, ist einfach auch auf der Erde, ja. Und wir suchen oft so weit da oben und machen die Augen gar nicht auf für das, was unmittelbar vor mir ist. Und ich habe so einen ganz besonderen Menschen gerade im Kopf. Das ist ein ganz, ganz lieber Freund von mir, der ist 81 Jahre. Und ich sage immer so, wenn mein Vater dieses Bewusstsein von ihm gehabt hätte, würde er noch leben, ganz bestimmt. Und dieser Mann ist mit 25 Jahren oder so nach Ibiza gekommen und hat sich ausprobiert in jeglicher Hinsicht, spielt heute Schlagzeug, immer noch in einer Rockband, ist Maler. Und mit ihm habe ich die unglaublichsten philosophischen Gespräche. Ja, wenn ich dann anfange, irgendeinen spirituellen Fachbegriff einzuwerfen, sagt er immer, nee, also damit kann ich nichts anfangen. Und dann erzählt er mir was. Und meint eigentlich genau dasselbe, ohne diesen komischen Fachbegriff, bei dem sich ihm dann die Nackenhaare stellen. War so ein Gespräch, was wir mal hatten, da habe ich ihn zur Werkstatt gefahren und wir mussten auf sein Auto warten und dann während dieses Wartens hat er erzählt, wie er, ich glaube, er war 17 und ist auch ganz sehr streng aufgewachsen mit seinen Eltern, also da war sehr viel mit, fast schon Misshandlung, würde man heute sagen, im Spiel. Und er sagte, sein Vater hat an die Tür geklopft und er ist in diese Angst gekommen, also Wut entbrannt. Und dann hat er sich diese Angst wie so gestellt. Er sagt, er hat einen Joint geraucht damals. Und das war für ihn damals der Weg. Und hat plötzlich diese Angst gefühlt, wie diese Angst sich ausbreitet. Und dann sagt er, weißt du, und dann habe ich aufgehört, gegen diese Angst zu kämpfen. Und dann konnte ich die Tür aufmachen und war frei. Und das war ein Moment, wo sich alles verändert hat. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Jetzt erzählt er mir, was ich fast in jedem Video erzähle, worüber ich Kurse mache, dass man Energie nicht zerstören, sondern wandeln kann. Das erzählt er mir, dass er das mit 17 erlebt hat. Das ist jetzt 65 Jahre her. Ja, da gab es mich noch gar nicht zu der Zeit. Und das hat ihn sozusagen geprägt. Und das siehst du in den Augen. Du siehst es einfach in den Augen, dass er so auf der Erde ist und so im Herzen, indem er eigentlich auch sagt, er ist jeden Tag dankbar für sein Leben, beispielsweise. Also das ist ein so Mensch, der einfach hier ist, auf der Erde, total präsent und komplett angebunden, ohne dass er das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, er weiß es nicht. Ich glaube, er weiß es schon, aber es ist nicht relevant, er ist es einfach.
Ja, wundervoll. Er ist es einfach. Das, glaube ich, ist schon, das beschreibt ja alles. Also er lebt dieses aus dem Herzen heraus eher und nicht aus dem Intellekt heraus oder einem, ja, wie soll ich sagen, die Inspirationen sind ja wichtig, deshalb machen wir ja auch diese Videos und mit diesem provokativen Titel möchten wir ja auch ein bisschen darauf hinweisen, okay, Bewusstsein oder jetzt ganz bewusst nach etwas suchen oder ein besonders spirituelles Leben leben zu wollen, ist eben nicht der Weg dahin, wirklich in sich anzukommen und das zu leben, sondern viele Menschen sind auf diesem Planeten unterwegs, die noch nie ein spirituelles Buch gelesen haben oder irgendwo beim Guru auf der Yogadecke gesessen haben, aber eben ganz tief in sich ruhend ein sehr spirituelles Leben leben. Und ich fand es schön, dass du eben gerade von den Augen auch gesprochen hast, die das ja ausstrahlen und du sagtest ja auch im Vorgespräch, der strahlt so. Ja. Und das habe ich auch wahrgenommen. Es gibt viele Menschen, die in sich eine Zufriedenheit ausdrücken. Und denen geht es wirtschaftlich oftmals gar nicht so gut. Die sitzen irgendwo in einem kleinen Dorf, für sich, haben da ein kleines Hüttchen, machen ihre Arbeit, Feldarbeit, was auch immer, aber strahlen eine göttliche Gelassenheit aus, finde ich mal, ja. Und leben aus meiner Sicht ein sehr spirituelles Leben, was aber wahrscheinlich nicht in dem Bewusstsein begründet ist, dieses tun zu wollen. Ja, das glaube ich auch. Also ich erinnere mich auch gerade an Guatemala beispielsweise. War ich vor vielen Jahren und bin da entlang gelaufen am Fluss und da waren eben auch so Menschen, die eigentlich in ärmsten Verhältnissen aus unserer Sicht gelebt hatten und die hatten eben dieses Leuchten. Ja. Roger dieses Jahr. Wurden wir abgeholt quasi vom Fluss von so einem Rikscha-Fahrer. Und das war echt der erste Mensch, der mir in den letzten mindestens 15 Jahren begegnet ist, der kein Handy hatte. Und wir wussten nicht so richtig, wo wir hin mussten. Und er eben auch nicht, weil er kein Handy hatte. Aber es war irgendwie so schön, weil im Endeffekt hat natürlich funktioniert und wir sind angekommen. Aber dann schimpft man immer über die Technik und dann begegnet dir ein Mensch, der kein Handy hat und es geht. Und das war auch diese Erfahrung da vorbei an diesem, man kann noch nicht mal Dorf sagen, an diesen schlichten Wohneinheiten mit diesen Menschen, die Kinder waren noch dabei, die eben auch dieses Leuchten in den Augen haben, ja, weil ich glaube, es ist gar nicht immer nur unbedingt die Jagd nach Spiritualität. Es ist oft auch eigentlich diese ursprüngliche Jagd nach dem Materiellen. Ja, die sich so ein Stück weit auch auf diese spirituelle Entwicklung, auf die ganzen Konzepte, die da draußen unterwegs sind. Ständig wird neue Chakra entdeckt oder eine neue Drüse oder so, die unbedingt aktiviert werden muss, weil man sonst die Erleuchtung nicht schafft. Ja, so der materielle Stress hat sich so ein bisschen in den Erleuchtungsstress expandiert. Ja, und das fällt also vielen Menschen, die für mich das einfach leben, so diese Verbindung, einfach diese göttliche Verbindung mit der Erde, einfach weg. Ja, also es ist, wie du schon sagtest, teilweise wirklich wie so eine Trophäensammlung auch, ne? Also hast du das Buch schon gesehen, du musst unbedingt den Film noch sehen und. Und am Ende wiederholen sich ganz viele Themen. Es gibt sowieso nichts Neues, weil das war schon immer klar. Man hat im Grunde genommen eigentlich immer sowas, zumindest auch bei mir im Leben, eben so eine Initialzündung. Und dann kann man sich darauf einlassen. Und wenn man das macht, ergibt sich alles andere sowieso vom Selbst, ja, vom höheren Selbst sozusagen, weil dann wieder das Herz eben die Navigation übernimmt. Und da ist ja immer so ein Ringen zwischen eben diesem Intellekt, der alles erklärt haben will, verstehen will, und dem Herzen, das einfach sagt, hey, sei doch mal ruhig und fühl einfach mal. Also würdest du sagen, dass da eben auch eine spirituelle Falle drin ist? Hier zu sehr die Spiritualität erklären zu wollen. Ja, das glaube ich. Also ich habe das wirklich auch schon mehrfach beobachtet, dass zum Teil auch gerade in diesen Zeiten, wo die Menschen viel in der Angst sind, dass zum Teil wie diese ganzen Prophezeiungen und Voraussagen, Portalöffnungen und dann wartet man auf dieses bestimmte astrologische Event und jenes.
dass es sozusagen fast schon so ein Stück weit wie die Verantwortung abzugeben ist, indem ich sozusagen auf die nächste Initiationsstufe warte oder das jetzt noch auf diesen oder jenen Kurs verschiebe. Und ich habe überhaupt nichts gegen Meditation oder gegen Weiterentwicklung, aber gerade was bei uns jetzt hier auf der Insel in Ibiza sehr schick ist, es gibt ganz, ganz viele Ayahuasca-Zeremonien, die angeboten werden, die eigentlich mehr an Amazonas gehören. Ja, wo wirklich Schamanen initiiert sind. Es gibt schon gute Leute, die das anbieten. Also ich möchte jetzt da überhaupt gar niemanden kritisieren, aber ich habe ein paar Menschen getroffen, wo ich wirklich gemerkt habe, dass diese Ayahuasca-Reisen eigentlich als eine Art Drogenersatz so stattgefunden haben. Und man erlebt dann da tolle Dinge, auch in bestimmten Meditationskreisen, wo durchaus wirklich eine hochfrequente Schwingung herrscht. Und aber die Frage ist ja, bekomme ich denn das in mein Leben integriert? Ja, sonst kann ich auch ins Kino gehen. Es ist eigentlich kein anderer Effekt, wenn ich sowas mache und ich mache eine Erfahrung und sehe, wie das Universum funktioniert oder mir wachsen Engelsflügel. Aber wenn ich dann zurückkomme praktisch in das Hier und Jetzt, in meinen Alltag, dann ist die Frage, schaffe ich es denn in diesem Einheitsbewusstsein oder in diesem Gefühl von, ich sag mal, heile Welt, wo man wirklich diese Liebesschwingung fühlt und so weiter, schaffe ich das in mein Leben zu integrieren, in mein Essen, im Umgang mit meinem Kind, mit meinem Partner, mit Konflikten draußen auf der Straße. Das ist für mich gelebte Spiritualität, ist eigentlich das, was wir an diesen Menschen bewundern. Wie ruhig bleibe ich denn in meinem Alltag, wenn draußen der Sturm tobt? Weil irgendwas ist immer, irgendeiner hupt immer auf der Straße, ist unzufrieden und versucht, sein Bullshit über mir auszubreiten, ja. Und wenn ich da entsprechend in mir bleiben kann, in diesem Frieden, dass wir sind ja diese göttlichen Wesen. Es geht ja nur letztlich darum, uns daran zu erinnern. Und je mehr ich geerdet bin, das wird immer mehr meine Überzeugung, umso höher schwinge ich, ja, weil wie im Himmel, so auf Erden, wie oben, so unten. Das bedeutet das für mich. Und ich bin wirklich so von dem, was ich beobachtet habe, was ich auch selbst schon erlebt habe. Du schwebst auf Wolke 7, du kommst zurück in dein Leben und weißt, wie so eine Trennung. Ja, und das ist für mich in dem Sinne eigentlich fast wie so ein Drogentrip. Ja, man flieht in eine andere Welt und erholt sich da so ein bisschen und dann kommt man zurück und dann ist wieder die gleiche Kacke am Dampfen. Und der Schlüssel ist für mich, diese Erfahrung zu integrieren. Und dazu muss ich jetzt nicht meditieren, bis mir die Stirn blutet. Ja, das bedeutet vielleicht sogar eher, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, und je mehr der eigene Schatten durchlebt werden kann oder man ehrlich mit sich selbst ist, und da fängt wieder dieses Prinzip der Eigenverantwortung an, umso leichter ist die Anbindung. Ja, weil dann das Licht direkt Einzug hält, ohne dass ich mich anstrengen muss, um irgendwo hinzukommen. So empfinde ich das zumindest. Ja, du hast eben auch schon eben das Wort Flucht kurz mit reingenommen. Also viele reden ja auch davon, eben in solche Scheinwelten, lila, blassblau, hat unser Yogalehrer früher immer gesagt, abzuheben. Ja? Ja. Die Gefahr ist ja wirklich da. Das ist eine Frage letztendlich auch wieder dann der Selbstdisziplin oder eben das, ja, dann an der Stelle schon auch wieder des Bewusstseins, das überhaupt erkennen zu können. Also, dass viele fühlen sich dann eben gut, diese 10, 20 Minuten oder die Stunde auf der Yogadecke. Und dann kommt eben wieder dieser Alltag, ja. Wie kriegen wir es denn hin, diese Erlebnisse wirklich zu nutzen, um unseren Alltag in einer Schwingungsfrequenz anzuheben? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Also für mich ist die Erdung wirklich sehr wichtig, sehr basisch. Also die Basis. Und das bedeutet, wir gehen ja oft, wenn es uns nicht gut geht, aus dem Körper raus. Ja, und die eine Möglichkeit ist, sich einfach abzulenken mit Zucker essen, Filme gucken, Alkohol trinken, Drogen nehmen und so weiter, mit anderen Leuten zum tausendsten Mal drüber reden, wie
schwierig mein Kind ist, wie blöd mein Partner ist und wie beschissen meine Kindheit war. So, ja, und ich kann reden und reden und reden und reden und darüber manifestiere ich aber immer mehr davon. Das löst ja die Probleme nicht. Wenn Menschen zu mir in eine Session kommen, dann halte ich immer die Thematik um das Drama ziemlich kurz, weil das Drama ist sowieso nur ein Symptom. Die Ursache liegt woanders, ja. Und ich sage immer, es ist deine Zeit, aber ich brauche gar nicht so viel Wissen. Und für mich ist nach wie vor das mit das wirkungsvollste Instrument, was wir mitbekommen haben, ist eben unser Körper und die Sprache unserer Seele. Auch der geistigen Welt, würde ich sagen, sind unsere Gefühle, vor allem im Alltag. Klar, wenn ich jetzt mich verbinde und in die Kommunikation mit einem Lichtwesen gehe und höhere Informationen durchbringe, ist das was anderes. Aber jetzt sprechen wir über die Alltagsebene. Und das ganze Universum schwingt. Alles ist Resonanz. Und heute gehe ich halt aus dem Haus und bin gut gelaunt und alles ist super, alles ist cool und da hupt da einer, ich krieg's noch nicht mal mit. Ja, weil er mich und schneidet mich so ein bisschen bei der Autofahrt und dann denke ich, ach, der hat aber heute einen schlechten Tag, der hat's aber eilig. Und am nächsten Tag sitze ich im Auto und denke, der blöde Penner, sag mal, geht's eigentlich noch? Und ja, und das hat natürlich was mit meiner Resonanz auf denselben am Umstand aus dem Außen zu tun. Und dass mich das möglichst wenig aufregt oder gar nicht mehr, für mich ist der Schlüssel dieses bei mir sein und das. Wir sprechen alle von Bewusstsein und Bewusstsein bedeutet für mich, bewusst zu sein. Also bewusst das, zu erkennen, was passiert denn gerade um mich herum. Da hupt einer auf der Straße und mich regt das jetzt auf. Das ist bewusstes Sein. Nur anzuerkennen, dass mich das jetzt gerade eben aufregt. Und dann eben mit diesem Gefühl für diesen Moment zu sein und diese Aufregung zuzulassen oder was auch immer ist. Ja, ich sehe irgendwas und plötzlich werde ich traurig und ich verstehe es gar nicht. Ich hatte gestern Abend so eine Situation, da habe ich ein Foto gesehen und konnte das Foto total einordnen, woher das kam und es fand es richtig gut und positiv und plötzlich war da eine Traurigkeit in mir. Und dann dachte ich, sag mal, was ist mit mir jetzt los? Also ich hatte da überhaupt gar keinen Bock drauf, auf diese Stimmung und plötzlich war das da und dann habe ich mir einfach den Moment genommen für diese Traurigkeit und plötzlich bin ich wohin gekommen, wo ich mich erinnert habe, wo das herkommt von früher, von diesem Anderssein und bla bla bla, das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber diese Traurigkeit einfach da sein zu lassen und eben nicht in die Ablenkung zu gehen oder irgendwas auszusetzen zu haben an diesem Foto, dass ich da 3 Falten weniger hatte oder dies und darum ging es gar nicht. Sondern es ging einfach um dieses Gefühl, was dieser Blick auf ein Foto, das out of the blue plötzlich aufgepoppt ist, in mir ausgelöst hat. Und darüber wurde ich mir in dem Moment, nicht in dem Moment, aber ein bisschen später, weil diese blöde Traurigkeit sich einfach nicht verabschiedet hat, sondern in mir war und ich konnte sie auch nicht wegdrücken, zum Glück nicht. Aber darüber wurde ich mir nach einem bestimmten Abstand bewusst. Und das ist eine Frau, die mich sehr geprägt hat, die jetzt schon jenseits der 70 auch ist, sagte immer, das Göttliche ist so einfach. Und das merkt man, wenn man eben mit diesen Menschen, die nicht so spirituell sind, sich beschäftigt. Und das ist auch das, was mir mein lieber Freund erzählt hat, wo er 17 war, wie er seiner Angst begegnet ist. Er hat sie gehalten, er hat sie gefühlt und plötzlich war sie weg. Ja, dieses Prinzip des Energie ist nicht zerstörbar, niemals, aber wandelbar. Und Emotion ist Energy in Motion. Und das ist für mich so ein ganz, ganz großer Schlüssel, wie ich im Alltag meine Eigenverantwortung für meine Resonanz übernehme, weil ich kann nicht steuern, was da draußen los ist. Ja, ich kann natürlich den Fernseher ausschalten und ich kann nur noch im Haus bleiben und dann klingt es vielleicht trotzdem jemand an der Tür, nervt mich oder so. Ja, und das ist, wir haben die Welt da draußen nicht im Griff im Sinne von dem, was geschieht, aber im Sinne unserer Resonanz, indem wir uns überprüfen, wie wir darauf reagieren. Und diese Reaktion können wir wandeln und dadurch schicken wir wiederum eine Welle von, ich würde mal sagen, Frieden in die Welt statt letzten Endes Frieden oder Liebe, wenn wir unsere Resonanz auf das, was uns vielleicht ärgert oder traurig macht oder ohnmächtig fühlen lässt, was auch immer. Das ist für mich so die Basis und dazu brauche ich
kein Erleuchtungskonzept, dazu brauche ich keinen Guru, dazu brauche ich keine Einweihung und gar nichts. Das ist einfach nur das Bewusstsein mit mir und mit meinen Gefühlen und Gedanken, wobei die sind so schnell, die können wir oft gar nicht greifen, die Gefühle sind dichter, die fühlen wir länger. Deswegen ist die Arbeit mit den Gefühlen für mich nicht unbedingt tiefer gehend, aber besser greifbar. Ja. Weil wenn ich meinem Verstand erzähle, halt die Klappe, dann kommt er 2 Sekunden später wieder mit dem anderen Satz um die Ecke. Ne? Ja, das kriegt man dann schlechte wirklich mal zur Ruhe. Aber ja, sehr schöne Impulse. Ich finde das großartig. Und das ist ja auch der Reiz genau von diesem Sendungsformat, was wir hier gemeinsam erleben. Wir gehen in die Gespräche rein, wissen gar nicht, was als nächstes sozusagen jetzt ansteht. Und es entwickeln sich immer wundervolle Impulse, von denen ich eben auch immer wieder profitieren darf. Und für mich war gerade eben also es waren ganz viele Keywords, die ich gerne noch ansprechen möchte. Und eins war eben vorhin auch schon diese Erdung, ja, und die finde ich auch so immens wichtig, weil als wir unseren Weg so gegangen sind, Antje und ich, haben wir sehr jung mit Yoga angefangen, haben sehr viele Bücher gelesen, schon Anfang der 20er Jahre unserer Entwicklung. Und dann war das alles also natürlich ein riesen tolles Entdecken, ja, dessen, was da alles noch ist. Und man konnte sich da so reinstürzen. Und dann dachten wir natürlich, ja, jetzt leben wir ganz spirituell. Und dann kam so Anfang, also als ich 30 wurde, kam unser erster Sohn auf die Welt. Und dann gab es eine absolute Erdung, ja, weil da war dann plötzlich ein Kind da, das hatte Bedürfnisse, also ne, da musste die Windel gewechselt werden, da musste natürlich dann gestillt werden, da war dann alles auf einmal ganz anders. Und wir haben, ja, wir sind echt geerdet worden, ja. Und dann Ja. hatten wir schon so Bedenken und haben gesagt, ja, mein Gott, aber jetzt machen wir ja gar nicht mehr so viel Yoga und jetzt lesen wir nicht mehr so viele Bücher und so, wie geht denn das jetzt hier weiter mit uns, ja? Und im Nachhinein sagen wir beide, wow, dann kam ja noch der zweite Sohn, so ein Kind, ne? Dann zweite Kind. Und dann bist du wirklich so gegroundet, weil da geht's in die Prüfung auch, ja? Die fordern dich voll raus. Also bist du bei dir? Ja, bist du in der Ruhe? Kannst du gelassen reagieren? Naja, konnte man natürlich nicht, ist klar, ja? Also das heißt, wir haben dann eigentlich das Ganze in der Erdung umgesetzt, ja? Du bist selber ja Mutter. Kannst du das nachempfinden? Also ist genau Total. solche Erdungspfade eben wirklich eigentlich das wahre spirituelle Anwendungsgebiet dann auch? Ja, ich meine, die Kinder sind ja auch wunderbare Lehrmeister, aber ich kenne das eben auch. Ich habe stundenlang meditiert und dann schreit das Kind mitten in der Meditation und unterbricht mich ihn dann. Ja. Und letzten Endes, also ich habe das auch als wunderbare Erdung wirklich erlebt, auch oftmals, wenn ich dann wieder so in meiner Welt unterwegs war, wo ich dann wirklich auch oft aus dem Körper abgehauen bin und das gar nicht gemerkt habe und dann dieses Mama, 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 Mama und ich so, oh, ah, okay, ja, okay, Mutter an Erde, Mutter Erde. Ja, und die Kinder haben ja auch diesen, also eigentlich sind Kinder so wunderbare Lehrmeister, ja, dieses im Moment sein, im angebunden sein. Ich erlebe das jetzt gerade. Ich bin mit meinem Partner bei uns auf dem Markt. Wir haben einen Stand, wo wir diese für mich inkarnierte Lichtwesen Kristalle anbieten. Und das ist ja schon interessant, weil das Publikum jetzt nicht so, sage ich mal, so unbedingt mit der Absicht da, es ist jetzt keine spirituelle Messe, sondern es ist einfach ein Nibi-Markt. Und die wollen halt so ein bisschen Väterchen-Klamotten, ein bisschen Musik und ein bisschen hier und ein bisschen da. Und dann haben wir unseren Kristallstand und dann kommt natürlich so das Publikum vorbei und die tollsten Wesen, die von diesen wundervollen Lichtwesen, sind für mich Engel in materieller Form, Kristalle, angezogen werden, sind wirklich die Kinder, weil sie diesen natürlichen Zugang noch zu dem Mineralienreich haben und es wirklich verstehen und plötzlich kommen die Kinder, rennen um die Ecke und dann leuchten die Augen und sie sehen diese wundervollen Kristalle und dann die Eltern, ja, aber dann verlierst du das wieder und bis wir nach Hause kommen, ist es doch schon längst kaputt. Und dann denke ich, ja, dann kauf dein Kind halt irgendwie so ein Plastikschießgewehr, ja, wenn du denkst, dass es davon mehr hat. Ja, wirklich, ja, und 8 € für so ein Kristall und dann denke ich manchmal, ja, was hat denn eigentlich dein Kalberin ja gekostet, den du hier gerade
schlürzt vor mir in deinem Plastikbecher. Und pass mal auf mit dem Strohhalm, wenn der Druck auf dem Auge zu groß wird. Und die Kinder haben aber diesen Zugang, ja, auch wenn sie spielen, so dieses im Moment sein und plötzlich in diese Welt eben zu gehen, wo sie auch das Leuchten sehen, wo du gar nichts erklären musst, was dieser Kristall macht, dass sie dann plötzlich, ach, da ist ein Engel, oh, das ist aber eine Rakete. Und dieses zurückzukommen in den Moment, in das, was eigentlich wichtig ist. Das ist das, was die Kinder uns beibringen und was wir, wenn wir schlau sind, erkennen oder wir trainieren es ihnen eben ab. Ja, wie war das früher, wenn wir nun mal spirituelle Bücher gelesen haben oder vielleicht einfach auch Bücher über andere Kulturen, über die alten Schamanen beispielsweise, ja, oder über Zeiten von Lemuria? Ich glaube nicht, dass es da so viele spirituelle Konzepte gab. Ja, man hat im Einklang mit der Natur gelebt und hat sich auch an den Rhythmus der Natur angepasst. Ja, wir haben heute auch so ein bisschen so manchmal diesen Running Gag. Früher war das Wetter, heute sind es die Portaltage, wenn irgendwas schräg läuft. Ne? Also nichts gegen den Maya-Kalender, aber es ist immer irgendwas schuld. Ja? Es ist schräge Energie, ist heute ein Portaltag oder wie steht denn gerade der Mond? Und klar ist es, was in den Gestirnen ist und das wird ja auch, ist ja wirklich zum Teil punktlandungsgenau abzulesen, was wirklich in den Sternen steht, was jetzt im Großen wirklich auf der Erde gerade geschieht, was knallt. Aber das geht natürlich an uns auch nicht vorbei im Einzelnen. Und wir haben genauso diese Verantwortung. Und wiederum da, die Sterne sagen ja, jetzt warten wir mal, bis die USA sich sortiert hat, bis da die Wahlen durch sind. Oder bis jetzt der Pluto seinen Marsch abgeschlossen hat und dann wird es wieder besser. Nee, wir sind ja davon auch betroffen. Was bedeutet das denn in mir, wenn es jetzt gerade heißt, wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheit ans Licht kommt? Okay, wo bin ich denn vielleicht unehrlich in meinem Leben? Ja, das sind wir immer eingeladen, auch das auf die physische Ebene, auf unser physisches, eigentlich auf unseren Alltag runterzubrechen. Das ist für mich so, dass eigentlich das, wofür ich unterwegs bin. Deswegen habe ich diese 21-Tage-Challenge auch entwickelt. Wie schaffst du das, in wirklich Spiritualität in deinen Alltag zu integrieren? Die Botschaft im Supermarkt zu finden, die du vielleicht hast. Ja, und du musst nicht irgendwie 2 Stunden jeden Tag auf der Decke sitzen, um spirituell zu sein. Du bist sowieso spirituell. Du kannst gar nichts werden, was du schon längst bist. Es geht ja nur darum, sich darüber bewusst zu sein, dass wir das schon längst sind, wonach wir streben. Und dass es meistens so viel einfacher ist. Ja. Ja, wundervoll, Britta, super, sehr schön wieder. Ganz, ganz wunderbare Bilder, die du bringst. Und die Kinder, finde ich, auch ist so ein Schlüssel. Ja, also wenn wir von unbewusstem spirituellen Leben sprechen, dann sind sie ja die Meister da drin. Ja, sie versinken im Moment in der Unendlichkeit, haben eine große Fantasie und ja, sehen noch den Zauber in dem, was sie umgibt und Ja. fühlen, sehen Energien, ohne dass sie da jemals irgendwie was intellektuell drüber gelesen oder gehört hätten. Und das ist aber etwas, was wir ja dann irgendwann leider verlieren. Das heißt, wir auf dem Weg unserer Entwicklung verlieren wir dieses unbewusste spirituelle Sein mehr und mehr durch diesen Schulungseffekt des Intellekts. Und dann versuchen wir das ja wieder zurück zu gewinnen. Also es ist ja letztendlich, wir haben das jetzt so ein bisschen negativ ja dargestellt, was wir eigentlich gar nicht so meinen. Also ich zumindest nicht. Aber ich glaube, Ich wir sind da auch einer nicht. Meinung. Das sind ja alles Ich habe ja ganz auch genug wunderbare Kurse, wo ich Hilfsmittel. so Zeugs vermittle und ich muss ja auch von was leben, ja. Ja, Aber genau, ja, nein, super. Aber wenn wir davon reden, eben, ja ja. gut, man darf sich darin eben nicht verlieren, ja. Also dass man Ja. sich gewahr ist, okay, wie kann ich das einsetzen, was ich hier habe? Und nicht, dass es selber zum Zweck der Sache wird, ja, also zum ja, Selbstzweck, dann ist es halt nur eine Ablenkung. Und am Ende ist es die Frage, wie gehe ich damit um, mit diesen Möglichkeiten und mit diesen Zugängen, sich wieder zu erinnern. Und du hast es eben gerade sehr schön gesagt, was immer schon da war, das können wir nicht neu entdecken, sondern es darf sich einfach nur entwickeln, ja. Ja.
weil es immer schon da war. Und jeder von uns ist ein spirituelles Wesen, zumindest seelische Inkarnationen. Und von daher haben wir eben sowieso diesen Zugang immer. Vielleicht geht es auch wirklich noch mehr darum, es natürlicher wieder zu leben. Ja, dass man es nicht will mit Gewalt vom Ego her oder Intellekt, sondern wirklich es mehr fließen lässt. Was meinst ja, du? Ja, und mir kommt da wirklich auch nochmal an, glaube ich, ein ganz guter Gedanke. Es geht also um Spiritualität oder eine spirituelle Lebensweise inkludiert für mich auch dieses ganze energetische Heilen. Ja, also ich habe irgendwann meinen Weg des intuitiven Heilens entdeckt oder mich daran erinnert, wie auch immer. Aber ich merke auch, dass diese ganzen Heilmethoden, ja, die es gibt, die zum Teil auch zueinander in Konkurrenz stehen, was für mich auch eigentlich totaler Blödsinn ist, weil einfach jeder Mensch seinen eigenen Zugang hat. Der eine hat den Zugang zu den Kristallen, zum Klang, zu den Händen, zu den Engeln. Und das ist einfach eine Art von Ausdruck, die wir gewählt haben, unser Licht auf dem Planeten zu leben, so würde ich das sehen. Und das Prinzip ist eigentlich immer nur das Gesetz der Harmonie. Das Stärkere dominiert das Schwächere und gleicht es sich ihm an. Also wenn das Stärkere negativ ist, zieht es mich runter. Wenn es positiv ist, zieht es mich hoch. Und so sind für mich so Heilmethoden, Symbole, Kristalle, was auch immer, Stimmgabeln, ja, die mir helfen, einfach, wenn ich verstimmt bin, in die richtige Schwingung zu kommen. Aber das kombiniere ich. Für mich ist die Kombination mit Bewusstsein sehr wichtig, weil ich eben die energetische, ich sage jetzt mal die energetische Medizin, das energetische Heilen genauso im Kampf gegen das Symptom einsetzen kann, wie beispielsweise die Schulmedizin. Ja, also da findet in dem Bereich zum Teil für mich oft auch eine Verdrehung statt. Jetzt gehe ich halt ich hatte letzte Woche auch so ein Termin, den ich verschieben musste mit einer Session, wo jemand gesagt hat, ja, aber ich muss morgen eine Entscheidung treffen. Und unbedingt morgen und ansonsten, dann dachte ich, Luis meinte noch, ja, es scheint ja wohl um Leben oder Tod zu gehen, so ganz trocken. Und es ging eigentlich um einen Flug, der gebucht werden musste. Und dann habe ich gesagt, also so von heute auf morgen funktioniert das sowieso nicht. Ja, also vom energetischen, sag ich mal, Shift einer Geschichte, klar, kannst du sofort, wenn die Energie gelöst ist, ist sie gelöst. Aber das Unterbewusstsein läuft natürlich ja noch auf die alte Programmierung. Wir laufen unser Leben lang mit irgendwelchen Programmierungen durch die Gegend. Und wenn ich irgendwas von A nach B stelle, steht sofort bei B. Aber wie oft laufe ich noch nach A? Weil ich es halt gewohnt bin. Und dann so diese Erwartung zu haben, ich gehe jetzt zu irgendeinem spirituellen Menschen, zu einem Heiler, zu einem Medium oder wie auch immer, der sagt mir jetzt, wo der Hammer hängt, ob ich rechts oder links gehen soll und dann ist alles gut, so funktioniert das nicht. Ja, weil das ist wiederum eine Verschiebung, eine Flucht, ob ich jetzt in eine Meditation oder in ein Channeling gehe. Und für mich, ich habe das nicht erlebt, zumindest nicht durch mich, dass ein Lichtwesen einem Menschen gesagt hat, was er machen soll. Es hieß immer die Tendenz, es geht darum, dass du jetzt diese Lernaufgabe hast, in der du bist, um einen alten Schmerz zu erlösen. Und dann manifestierst du das Leben deiner Wahl, wenn du den Schmerz erlöst hast. Aber was dann kommt, die Freude am Entdecken, die nehme ich dir nicht. So, das ist für mich so immer die Erklärung, die geistige Welt gibt und die für mich totalen Sinn macht, weil wir haben diesen freien Willen, wir sind als Schöpfer inkarniert, beziehungsweise dabei, unsere Schöpferrolle zu entdecken. Und das ist das, was eben uns die Kinder zeigen, um da wieder den Bezug drauf nehmen. Und wir neigen eben dazu, die Verantwortung abzugeben an ein Medikament, eine Frequenz, an einen Engel, an irgendjemand. Natürlich sind uns diese Hilfen gegeben und wir dürfen sie auch in Anspruch nehmen. Aber was ich in all diesen über 20 Jahren jetzt auch so für mich immer mehr rauskristallisiert hat, ist dieses, das Göttliche ist einfach und das Göttliche verdichtet sich zuerst in männliche und weibliche Energie. Ja, in diese, und das ist die Liebe und die Schöpfermacht. Wir brauchen eben beides, dieses Vertrauen, die Hingabe, das Hilfeholen, aber dann auch die Entscheidungskraft, die Eigenverantwortung, um unsere Hausaufgaben zu machen, um die Dinge umzusetzen.
So wie die Kinder, die haben eine Idee. Jetzt buddel ich eine Burg, jetzt will ich ich habe eine Idee und dann baue ich die Burg im Sand. Jetzt falle ich hin, dann weine ich eben, weil ein Kind weiß, die Medizin ist in meiner Stimme, beispielsweise, ganz natürlich. Ja. Und wir Erwachsenen haben gelernt, wenn du aber laut rumschreist, dann wirst du ins Zimmer geschickt, ins Timeout. Also höre ich auf, laut rumzuschreien und drücke das in mich rein. Ja, und dann fängt an, mein Licht weniger hell zu leuchten. Und dieses Entdecken, das ist eigentlich das, wenn wir die Kinder angucken und schauen, wie leben die und wie fangen die an, immer mehr zu degenerieren durch Erziehung. Wir selbst sind ja degenerierte Lichtwesen eigentlich durch Erziehung. Warum? Weil es unsere Eltern auch nicht besser wussten. Und auch das haben wir wiederum unseren Kindern angetan. Und wieder in dieses, wie Jesus sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und es bedeutet, im Körper zu sein, auf der Erde zu sein, im Moment zu sein und mich in diesem Moment wahrzunehmen und zum Ausdruck zu bringen. Und dann sind meine Organe frei, dann muss die Leber keine Wut speichern und der Darm keine Traurigkeit, dann brauche ich keinen Krebs entwickeln, ja, 40 Jahre später und so weiter und so fort. Aber wir können immer den Weg zurückgehen in diese Kindheit. Und der ist für mich eben über den Alltag in hier und jetzt zu fühlen, was ist. Und da kann ich wirklich, wenn ich damit bewusst arbeite, mit diesen Gefühlen bis in die tiefsten Kindheitstraumata kommen, die dann sowieso nur eine Wiederholung von den letzten 5000 Leben sind. So weit brauchen wir gar nicht gehen. Also mittlerweile ist das für mich völlig unwichtig, was in einem anderen Leben war. Wir bringen das mit. Und es geht immer um das Muster einfach, was uns vielleicht gerade in dem Moment nicht im Frieden sein lässt und uns suchen lässt und aus dem herausbringt, was wir vielleicht in den ganzen Büchern und in anderen Inkarnationen suchen, wo wir die Priester waren, sind wir ja immer noch, wenn wir es mal waren. Oder die Lemurianer oder die Plejader, wir sind das ja alle. Ja, sehr schön. Und es geht eben dann wieder um dieses Erinnern. Und was du eben gerade sagtest, war ja dieses auch mit der Eigenverantwortung nochmal. Ich halte das auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich dann eben wirklich die Kreativität, die Schöpferkraft bei mir wieder entdecken kann und überhaupt Ja. handlungsfähig werde. Denn wenn ich mich abhängig mache von eben spirituellen Tools oder von anderen Gurus oder von wem auch immer und wenn es von den Sternen ist, klar, die haben Einfluss und klar, die können uns Impulse geben, die können uns auch vielleicht Empfehlungen aussprechen, aber wichtig ist wirklich, finde ich eben auch, in dieses Schöpferbewusstsein wieder zu kommen und damit handlungsfähig zu werden. Und denn wenn wir nicht Ja. handlungsfähig sind, können wir auch keine Spiritualität leben. Ja, und das ist, also irgendjemand sagte mal, ein weiser Meister, ein wahrer Meister führt die Menschen oder seine Schüler in die Freiheit. Also nicht und eben in dieses Schöpferbewusstsein. Und Schöpferbewusstsein bedeutet für mich Eigenverantwortung. Wenn ich die Verantwortung, dass alles, was in meinem Leben ist, habe ich selbst erschaffen. Und es hat nichts mit Schuld zu tun. Ja, aber wenn ich dieses Warum finde, warum habe ich das erschaffen? Ja, welcher Schatten ist in mir? Welches Gefühl konnte ich vielleicht nicht verdauen, was in mir jetzt zu groß geworden ist? Eine Angststörung beispielsweise. Man sagt ja auch in der Umgangssprache der Dämon der Angst. Und Angst, Panikattacken sind so viel unverdaute Emotionen, so viel unverdaute Angst, dass die Angst die Kontrolle übernimmt. Und das ist wie eine Fremdenergie, wie eine dämonische Energie, die man vielleicht auch mal mit einer Session, in einer Session mit Hilfe von jemandem, aber wirklich ohne jahrzehntelange Therapie oder Klinikaufenthalte relativ leicht auflösen kann, indem man diesem Dämon begegnet, ihn einfach fühlt und an diese Ursache dieser Urangst kommt. Ich nenne das immer diesen Urschmerz, ja, den wir letzten Endes alle in uns tragen, dass wir in unserer Essenz, in unserer Göttlichkeit verletzt worden sind und das zugelassen haben auf einer unbewussten Ebene, weil wir halt gewählt haben, Erfahrungen zu machen, unser Licht auf irgendeine Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Und um dieses Licht zu entdecken, vergessen wir es halt erstmal, wenn wir inkarnieren, um es wiederzufinden. Ja, das ist ja immer die Geschichte mit dem, wir können das Licht ja nur erfahren, wenn wir den Schatten kennen, sonst würden wir ja gar nicht wissen, dass wir im Licht, in diese ganzen Bilder, ne? Der Fisch im Wasser, der fragt, wo ist denn das Wasser? Weil er nur das Wasser kennt und eben nicht die
wie die Trockenheit. Genau. Ja, das ist wirklich genau diese spannende Zeit ja auch, in der wir gerade sind, dass hier eben so viel Veränderung gerade vonstatten geht und so viele Schleier fallen und wir ja eben uns immer mehr erkennen können, wenn wir bereit sind, uns auf diesen Weg zu machen. Ja. Und das ist so ein Riesengeschenk, finde ich. Jetzt ist natürlich bei dem provokanten Titel, den wir haben, das Bewusstsein, du hattest es auch schon ein paar Mal erwähnt, eben schon wichtig, um sich dessen bewusst zu werden, um dann auch zum bewussten Schöpfer zu werden. Hier ist natürlich so ein bisschen diese Balance wieder aus meiner Sicht einzuhalten. Okay, was macht hier der Intellekt? Ja, Bewusstsein ist oft eben vom Kopf kontrolliertes Wissen, sage ich mal, was es aber aus meiner Sicht ja gar nicht wirklich ist. Es geht ja hier um was anderes. Es geht aus meiner Sicht hier um ein tieferes Wissen, was ich gar nicht denken kann, sondern eigentlich fühle. Kannst du Genau. das nochmal in Worte fassen, vielleicht auch aus deiner Sicht? Ja, das ist für mich ist das so die Erfahrung. Es geht nicht um das Wissen, sondern es geht um die Erfahrung. Wir sind ja hier, um Erfahrungen zu machen. Unser Kopf, der rattert die ganze Zeit. Und das ist eben auch das, was ich hier oft erlebt habe von Menschen, die viel Weisheit von sich geben. Tolle Sätze, tolle Worte. Aber wenn dann 5 Minuten später irgendwie ein Streit vom Zaun bricht, dann sind diese Worte letzten Endes ohne Substanz, ohne Inhalt, wenn ich sie nicht leben kann, wenn ich sie nicht in mir integrieren kann. Und für mich ist so dieses wirklich vom Kopf in letzten Endes ins Herz zu kommen, ist wirklich die mit den Gefühlen zu sein, wie ich schon, wenn man zum Beispiel wütend ist, ja? Und sauer ist, weil dann irgendjemand nervt. Dann ist ja ein völlig natürliches menschliches Verhalten, dass man sich verteidigt, dass man dann zurück. Und eigentlich will man in dem Moment ja nur, vielleicht habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt, dass der andere einzieht, dass er im Unrecht ist und dass ich im Recht bin. Ja, und es wird natürlich nicht passieren, wenn ich dann meine Wut dem anderen vor den Kopf kacke. Dann schießt der wieder zurück. Und in dem Moment, in dem ich einfach gerade mit so einer Situation, wo ich genervt bin oder traurig, einfach mal, das kann jeder mal ausprobieren, mal innehalte und einfach mal mit mir bin und diese Wut sein lasse. Und oft wird es falsch verstanden, weil das heißt, mich zum Ausdruck zu bringen, bedeutet, so geht es nicht, Freundchen. Und ja, und das ist die Projektion. Aber ein wirkliches Sein, ein bewusstes Sein bedeutet mir erstmal selbst darüber klar zu werden, eben. Was geht denn eigentlich bei mir gerade ab? Ja, und meistens projizieren wir und gehen dann sofort in die Resonanz und in die Reaktion und nicht in die Aktion. Und das ist für mich kein Schöpfersein. Und das braucht wirklich Entscheidung und Disziplin und auch so ein bisschen Selbstkontrolle. Dafür muss man sich immer wieder neu entscheiden, dass ich eben nicht in die Reaktion gehe, sondern erstmal mich ein Stück zurücknehme und mir diese Situation nicht anschaue, sondern fühle, dass ich mir, boah, jetzt werde ich aber gerade sowas von wütend. Und dann diese Wut einfach anerkenne und sage, okay, es ist jetzt okay, Wut, dass du da bist. Und das Tolle ist, oder Traurigkeit, was auch immer, wenn man diese Wut, das Gefühl da sein lässt, dann geht es weg. Das wirst vielleicht am Anfang schnell ein bisschen mehr und dann löst sich das auf und dann kann es sein, kommt das nächste Gefühl, was unangenehm ist, was darunter liegt. Und das ist das Energie in Motion. Emotion ist Energy in Motion. In dem Moment wandle ich sozusagen meine Resonanz auf die Situation. Und wenn ich so meine Gefühle prozessiere, ich glaube, ich habe das Gefühl schon 1 Million Mal vor der Kamera gesagt, aber da werde ich nicht müde, das zu wiederholen, weil das ist wirklich Erleuchtungstraining im Alltag, weil das kann ich ständig neu, ständig wieder neu trainieren, ob ich jetzt einfach in die Reaktion gehe oder ob ich im Sein bleibe. Und es bedeutet nicht, nichts zu sagen, mir alles gefallen zu lassen, aus der Not eine Tugend zu machen. Es bedeutet nochmal wahrzunehmen, was gerade in mir los ist. Und das ist Transformation. Wenn dann diese Wut da sein lassen ist, sein lassen. Und sein lassen ist loslassen. Und wenn ich in dieser Ruhe bin oder in diesem Prozess bin, ist am Ende der Gefühlskette immer Frieden und Liebe.
Dann bin ich in der Akzeptanz, wenn ich jetzt auf so eine Streitgeschichte gehe, dann bin ich in der alten Akzeptanz und sage, ja, das hat mich jetzt echt wütend gemacht, was auch immer dem seine Beweggründe waren. Was mit dem anderen ist, weiß ich ja nicht. Da ist ja auch in irgendeiner Resonanz, weil unser Unterbewusstsein permanent aktiv ist und uns eigentlich fernsteuert. Wir sind ja nur 5% bewusst. Ja. Und in dem Moment, in dem ich dann in diese Ruhe bin, kann ich in die Aktion gehen und sagen, jetzt gehe ich dahin und sage, pass mal auf, was du da gerade vom Stapel gelassen hast, das war nicht okay. Oder ich brauche das gar nicht mehr, weil ich einfach mir die Anerkennung gegeben habe, dass meine Wut jetzt gerade eine Berechtigung hat und dann ist gut. Und ich habe oft erlebt, wenn ich mit mir selbst in diesen Prozess gehe und es ist jemand anders mit im Feld, dass ich überhaupt gar nichts mehr sagen muss, wenn der andere kommt auf mich zu und sagt, oh du, das tut mir leid oder wie dem auch sei. Ja, und dieses Sein lassen, das betrifft ja nicht nur mich selbst, sondern eben auch den anderen. Wenn ich mir das zugestehen kann, dass ich mich jetzt in diesem Bewussten sein lasse, dann kann ich auch anderen Menschen einen ganz anderen Raum geben, ihre Prozesse zu leben. Dann kann ich zusehen, wie ein anderer Mensch sich gerade aufregt über irgendwas und ich muss gar nicht in Resonanz gehen, sondern ich merke, boah, der regt sich gerade auf und der muss es rauslassen. Und dann ist auch wieder gut. Und in dem Moment, in dem ich da nicht eingreife, sondern den einfach lasse und für mich, bei mir geht es mittlerweile wirklich auch mit Mitgefühl, dass ich so einen Menschen sehe und denke, gut, dass er es zum Ausdruck bringen kann und boah, der ist gerade echt am Limit. Das ist wirklich zu fühlen, wie dieser Mensch am Limit ist. Und neulich hatte ich da im Bekanntenkreis so eine Situation, wo jemand dann hinterher kam und gesagt hat, oh, sorry, dass ich mich so aufgeregt habe, sag ich, das hat ja nichts mit mir zu tun gehabt. Ich finde es gut, dass du das so zum Ausdruck bringen kannst. Ich kann das zum Beispiel gar nicht. Ich bin eher so ein Mensch, der dann nach innen geht, sich zurückzieht und so. Und dann war dann noch das Feedback, aber weißt du bist da so ruhig geblieben und das hat mir so geholfen, weil andere Menschen, die sagen dann, jetzt reg dich doch nicht so auf oder ja, und dieses einfach beobachten, was geschieht denn gerade, das ist für mich auch so bewusstes Sein zu beobachten, ich muss nicht eingreifen, weil wenn ich eingreife, beziehe ich das auf mich. Ja, zu überprüfen, habe ich was gemacht, was ich dem Menschen jetzt abnehmen kann, dass es ihm besser geht. Nö, hat nichts mit mir zu tun, ich kann jetzt nichts verbessern, ich kann nicht. Ich bin einfach in mir und bleib in meinem Frieden und lass den anderen wenn man das ein bisschen praktiziert, geht es immer besser und besser und besser und besser. Und das ist eben nichts, was man morgens auf der Meditationsdecke erfährt. Also auf der Meditationsdecke morgens erde ich mich und reinige ich mein Energiefeld, aber dafür brauche ich nicht mehr als 5 Minuten. Und das Erleuchtungstraining, das ist dann der Alltag. Ja, in dem immer die Frage ist, was geschieht gerade und wie bewusst bin ich in diesem Moment? Und das Maß an Frequenz ist immer das Maß an Bewusstheit. So ist es für mich zumindest. Ja, je bewusster ich bin, umso gechillter bin ich. Und je unbewusster ich bin, wenn ich morgens mit dem falschen Fuß ausstehe, was Blödes geträumt habe und dann in dieser Frequenz rausgehe und immer mehr davon anziehe und ich irgendwann den Cut mal mache und sage, was geht denn gerade ab bei dir, bewusstes Sein, dann potenziert sich das. Dann bin ich mehr in dieser Unbewusstheit und da sicherlich nicht besser drauf. Und das hat aber mit niemand aus dem Außen was zu tun. Die spiegeln mir das nur. Bin immer ich. Also so ist es zumindest in meinem Alltag. Das hat mir geholfen, weil irgendwann habe ich mal gemerkt, irgendwas ist immer. Ja, absolut. Es ist immer irgendwas und am Ende ist der Alltag eben ja genau die Stelle, das Trainingsprogramm, was wir brauchen. Deshalb ist es ja auch da und du sagtest es ja, es spiegelt eigentlich das, was in uns sozusagen erlöst, angesehen, zugelassen werden darf, geheilt werden darf am Ende. Und dadurch werden wir auch schon geführt. Ja, also da Ja. braucht man gar nicht, wenn man ehrlich dazu sich selbst ist und dann sich diesen Situationen auch hinschenkt, dann kann eben Heilung und ganz viel Positives daraus erwachsen. Und dann brauchst du auch gar nicht mehr als diesen Alltag, weil du wirst dahin geführt. Es ist unvermeidbar Ja, sozusagen. genau, und das ist so schön, weil wir eben nicht
Früher habe ich auch immer gedacht, wo ich damals mit Reiki angefangen habe, ja, da hatte ich gedacht, warum, wovon sprechen die alle? Die haben so viel gesehen und ich war damals Unternehmerin und dann habe ich auch gesagt, wie macht ihr das? Und ihr habt alle so viel Zeit zu meditieren. Und dann sagte damals die Frau, hat sich halt entschieden. Und die stimmt. Aber mittlerweile muss ich sagen, natürlich ist die Meditation für mich unglaublich wichtig, die Anbindung, die Erdung und einfach auch die Kommunikation mit der geistigen Welt. Aber je mehr ich in mir bin und mir bewusst über meinen Zustand, umso mehr bin ich im Frieden und Frieden ist die Basis für die Kommunikation. Die ist dann ständig da. Auch so Momente, wo ich einfach zum Beispiel eine schöne Musik auflege, eine spirituelle Musik, Mantren oder so, so beginne ich dann manchmal den Tag und so nebenbei und sehe, wie mein Hibiskus blüht und plötzlich kommt so eine Welle von Liebe, wo ich weiß dann gar nicht mehr wohin, vor lauter Glückseligkeit, aber ich habe gar nicht meditiert, ich habe jetzt wirklich eine schöne Musik, die mir einfach gut tut. Und ich sehe was Schönes und ich habe dieses Gefühl von Einssein in dem Moment mit allem, was ist, durch meinen Hibiskus, der gerade eben so gelb blüht. Ja, und auch so diese Schönheit, finde ich, das macht für mich das Leben so unglaublich schön und lebenswert, dass ich eben nicht noch dieses Konzept lernen muss und diese Einweihung vollziehen muss. Und das haben wir eben alle in uns drin. Und die Basis ist einfach der Schatten, der entweichen darf. Und das sind eben, wie ich es gesagt habe, das geht ja gut, indem man sich diesen Gefühlen stellt. Wenn dann die Liebe und der Frieden da ist und je mehr wir eben entmüllen, umso mehr gibt es diese Momente der totalen Anbindung. Und dann ziehen wir auch höher frequente Dinge an. Und ich glaube, das ist auch dieses Geheimnis von den Menschen, die vielleicht ein schlichteres Leben gelebt haben. Sagtest eingangs ja auch, das sind oft ältere Menschen, ja, wo auch noch nicht so ein Popanz drum gemacht wurde über die Schulbildung, das Studium und was aus denen mal werden muss. Ja, die vielleicht auch so das Freigeistsein ganz früh in sich entdeckt haben und keine Lust hatten, auf die Zwänge ihrer Eltern oder gerade auch die Menschen, die irgendwo zurückgezogen ein einfaches Leben leben und gar nicht die Möglichkeit haben auf dieses intellektuelle, materialistische Leben, ja, die das ausstrahlen für uns, ja, wo wir müssen halt mehr Umwege gehen, weil wir halt so viele Konzepte im Kopf haben. Vielleicht Ja, ist es so, wundervoll. weiß ich nicht. Sehr, sehr, einen wunderschönen Bogen haben wir jetzt gespannt, finde ich, und sind eben ja auch wieder bei diesen so natürlich lebenden spirituellen Menschen gelandet. Und was für mich so auch gerade nochmal hängen geblieben ist, ist eben diese Freiräume sich zu nehmen, weniger eben diese technische Ebene auch an sich ranzulassen. Die Natur ist auch, ne, dein Hibiskus, das ist der. Von selbst, das ist eben die Göttlichkeit, die sich da Ja, offenbart in einer wundervollen Pracht, genau. in einer Fülle auch, ja. Also das sind auch alles Möglichkeiten, wo wir diese natürliche Spiritualität fördern können, indem wir uns in natürliche Umgebungen auch begeben. Also Natur, das Meer, den Wald, die Berge, das sind alles, also für mich Inspirationsquellen, um ja wirklich ganz natürlichen Kontakt wieder zu mir selbst zu finden. Also das ist, glaube ich, eine Empfehlung, die man immer wieder aussprechen kann, oder? Ja, das stimmt. Und auch vielleicht einfach mal, wenn man jetzt in der Urlaubszeit ist oder am Strand oder einfach mal auf dem Spielplatz beim Spaziergang mal einen Weg, eine kleine Runde am Spielplatz machen und wirklich mal die Kinder beobachten, wie sie im Moment sind und spielen voller Glückseligkeit, plötzlich fallen sie hin und schreien und dann ist es aber auch gleich wieder durch, mal so eine halbe Stunde ein Kind mit so zwischen 2 und 4 Jahren zu beobachten. Das ist wirklich heilsam. Und dann mal zu überlegen, wie kann ich dann das jetzt, das, was mir das Kind zeigt, einfach in mein Leben integrieren. Ja, weil wir haben so oft dann auch was vor und dann kommt was dazwischen und dann sind wir genervt.
Und es gibt, das ist wirklich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, indem ich mich meinem Schatten gestellt habe, wo ich auch im Hadern war mit der geistigen Welt und warum und ich jetzt wieder und das und da. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt sowas wie ein Divine Timing. Und das heißt eigentlich, es gibt für alles den richtigen Moment. Und wenn das jetzt gerade eben nicht passt, nicht sein soll, dann wird es einen anderen Moment geben. Und dadurch entsteht ein Raum, ja, weil wir so oft festhalten an dem, was wir wollen. Und das bricht, das sehen wir in unserem Alltag, aber auch in dem, was wir glauben, noch tun zu müssen. Und es zieht uns immer raus aus dem Moment, der eigentlich immer. Es gibt ein Mantra, das nicht ein Mantra, sondern ein Sänger, der dieses Guru Dev beschrieben hat. Und da ist ein Satz, I embrace the emptiness, which is so whole in itself. Also ich umarme die Leere, die in sich so voll ist. Und wenn man das mal wirklich sich so auf der Zunge zergehen lässt, ja, ich umarme die Leere, das nicht. Ja, das ist ja das, wovon die Meister auch sprechen. Ja, die Yogis, diese Stille zu halten, die aber gleichzeitig so voll ist, weil der Verstand anfängt zu rattern und die Gefühle. Und eigentlich bedeutet das, ich umarme alles, was jetzt gerade da ist. Ja, wundervoll, so schön. Ich umarme das Leben und alles, was da ist, liebe Britta, wundervoll. Was für ein schöner Austausch. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Ich weiß, du nutzt deine Schöpferkraft auch immer wieder. Du bist aktiv, entdeckst neue Dinge. Natürlich interessiert es mich auch, was sind bei dir gerade aktuelle Projekte? Ich weiß, du hast dich sehr fokussiert auch auf ein Thema. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Einblicke gewähren. Ja, ich habe mich in der Tat ein bisschen wegorientiert von der Kamera und bin so mehr zurück in die Natur und mehr auch in diese, wirklich in die reelle 3D-Welt gegangen. Also was für mich einfach jetzt dran war, seit vielen Jahren, schon seit 10 Jahren hatte ich den Impuls, Essenzen herzustellen. Und aus denen, ich zeige es gerade, ich habe hier meine Kärtchen, die 12 Siegel. Jeder, der mich ein bisschen kennt, kennt die 12 Siegel, weil damit habe ich jahrelang Readings gemacht und ich habe vor lange den Impuls gehabt, wirklich Frequenzmedizin sozusagen zu mit den Siegeln zu machen und wusste nicht so richtig wie und habe auch das letzte Mal vor 5 Jahren in Hawaii mit einem wunderbaren Menschen, der Blütenessenzen herstellt, den habe ich gefragt, ob er mir das nicht macht und er war der Letzte, der mir sagte, mach doch selbst und lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt das, was in den letzten Monaten entstanden ist, dass eben so das, was wirklich die Natur uns gegeben hat, die Pflanzen, die Kristalle, das Sonnenlicht, das durfte ich sammeln und habe dann die Frequenzen von jedem einzelnen Siegel eingeschwungen. Sozusagen gibt es das als Medizin, die man als Frequenzmedizin, ich darf ja nicht Medizin sagen, dass man das wirklich auch physisch erfahren und nehmen kann. Und ich bin damit jetzt schon einige Zeit am Arbeiten, schon weit über ein Jahr und habe die Dinge angewendet. Und so tolle Dinge sind geschehen. Und das Tolle ist, dass man einfach bezogen auf sein Thema, das ist meine Vision, dass dann jeder Mensch sich seine, der das möchte, sich seine eigene Frequenzmedizin aus den Essenzen eben mischen kann. Und jede Essenz besteht aus verschiedenen Blüten, aus verschiedenen Kristallen, aus Klangfrequenzen, aus reinstem Wasser und eben aus dem Sonnenlicht von Ibiza und der Magie und sind alle eingeschwungen, bechantet, gebetet und ja, ich bin gespannt, was daraus entsteht und das ist so eins, was so ein bisschen jetzt im Hintergrund bei mir die ganzen Monate gelaufen ist und was ganz, ganz viel Freude macht, ja, weil es da einfach auch Lösungen inkludiert sind, wie dass man Stoffe, die man vielleicht zu sich genommen hat, aus Angst, aus Nichtwissen, ich nenne es jetzt nicht beim Namen, jeder weiß, was ich meine, aber eben auch beispielsweise ausleiten kann. Und ja, sowas, es gibt es dann in vielfältigem Maße, aber es geht wirklich um spirituelle Themen, um körperliche Themen, um alles, was damit eben möglich ist. Also sozusagen wir erkennen ja die Bachblüten. Ja, das gibt es ja auch schon seit so vielen Jahren, das Wissen um die Pflanzen. Da bin ich dann auch eingestiegen, was die ganzen
jede einzelne Pflanze, die eigentlich ihren Weg der Sonne entgegen wächst. Ja, und ihre eigene Farbfrequenz hat, ihren eigenen Duft verströmt und ihre eigene Heilkraft auch in sich trägt. Ja, und das wussten wirklich die Menschen zu allen Zeiten. Und es wurde Ja, alles Mögliche wunderbar. ja unternommen, um das auch zu verbieten und nicht mehr zugänglich zu machen. Ja, man darf ja noch nicht mal mehr auf eine Salbei-Tee-Packung heutzutage schreiben, dass der Halsschmerzen lindert, ne? Ja, da gibt es noch einiges zu beackern auf dem Feld, aber umso schöner, dass du dort eben ja dein altes Wissen, sage ich jetzt mal, auch wiederentdeckt hast für dich und es anwendest, zum Wohle aller, die das gerne nutzen wollen. Und das freut mich. Ich wünsche dir alles, alles Liebe dabei, natürlich das weiterzuentwickeln und viel Erfolg. Und ich freue mich auch riesig jetzt schon, dass du beim diesjährigen Channeling-Kongress wieder dabei bist. Und ja, da haben wir dann das nächste dann, wo wir uns austauschen können und wo ich mich also schon freue, dann also auch in großer Gemeinschaft, wenn wir uns dann wieder Ja. verbinden miteinander. Liebe Britta, vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch und die Einblicke in das, was du von diesem ja, spirituellen Weg deines Bewusstwerdens hier uns hast geben können. Und das war wundervoll inspirierend und dafür danke ich dir. Alles, alles Liebe bis dahin. Ja, ich danke dir auch von ganzem Herzen. Mir hat es auch ganz, ganz viel Freude gemacht, weil es einfach auch mal auch so eine schöne, erdige, bodenständige, eine schöne, bodenständige, erdige andere Richtung ging. Für mich jetzt einfach auch zu dem, was ich sonst sagen darf. Vielen, vielen Dank für den Raum, für die Zeit und auch alles, alles Liebe für dich, für euch mit eurem wunderbaren Bewusstseinsfeld, was ihr da immer wieder aufs Neue und unermüdlich schafft. Unermüdlich schafft. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wir schaffen es gemeinsam und Ja. deshalb danke. Schön, dass wir verbunden sind. Alles, alles Ja, Liebe bis danke. dahin. Ade. Bis dann. Tschüss. Ja, Mensch, ich grüße dich natürlich auch nochmal und danke dir, dass du hier bei dieser Sendung die ganze Zeit dabei gewesen bist und hoffe, dass du Inspiration erlebt hast. Aus diesem erstmal provokativen Titel, glaube ich, haben wir schön Dinge rausdestillieren können, nochmal, wie es am Ende uns gelingt, Spiritualität im Alltag zu leben und das bodenständig, das so umgesetzt als ein schöpferbewusstes Wesen, der ja hier, das hier eben in dieser 3D-Matrix sich entwickelt. Und das alles, das birgt noch so viele Überraschungen für uns, dass wir uns freuen können auf diese Zeit, die bevorsteht. Dabei wünsche ich dir alles, alles Liebe. Und wenn du weitere Informationen zu dem Wirken von Britta finden möchtest, dann findest du das hier unten im Link in den Beschreibungen dieses Videos. Da geht es zur Website und natürlich zu den Social-Media-Kanälen. Like auch gerne dieses Video, werde hier auch Abonnent unseres Kanals natürlich. Und der nächste Channeling-Kongress, ich habe es gerade angesprochen, steht vor der Tür. Also sei auch dabei und komm in unseren Newsletter. Das Ganze kostenlos und wieder wundervoll inspirierend mit über 50 Referenten hier mit dem direkten Draht in die geistige Welt. Also, ich freue mich, dich wiederzusehen hier und wünsche dir alles, alles Gute. Bis dahin, Ade.